Ja, hallo Freunde, willkommen zurück bei Subsistence. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, wir sind immer noch am Überlegen, ob wir öffentlich umbauen oder nicht. Höchstwahrscheinlich werde ich es offline machen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Hopp. Sechsundachtzig. So. Ja, ich werde gleich mal ein Beispiel einblenden, wie ich das in meinem privaten Spiel momentan so ein bisschen probemäßig gemacht habe. Und zwar jetzt. So, ich habe hier mal ein kleines Beispiel gemacht, wie ich es in meinem privaten Game gerade im Moment mal erstellt habe. Wie man sieht, zwei Truhen hier oben. Der Kühlschrank, schön eingebaut. Ofen drunter, Holzofen drunter, die Lampe ist nach hier gewandert. Hier haben wir eine Truhe komplett eingebaut. Ja. Dann eine große Truhe da drüber. Hier haben wir noch eine Holzdecke auf der Ebene eingebaut, dass man da auch noch eine Truhe nebensetzen könnte, wenn man will. Hier drüben sieht man noch das Arbeitswerkzeug, was ich zum Teil verbaut habe und gebraucht habe. Weil am Anfang habe ich mit Foundation gebaut. Da bin ich nicht auf Decke gekommen. Und dann hat es hier natürlich die Stempel von den Foundations. So eine Art ist, kann das aussehen in diesem Game. Also, ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt dafür, dass es ja noch Early Access ist. Und ja, das, wie gesagt, das ist auch noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so lassen werde. Oder wird noch irgendwie erweitere etc. pp. Das werde ich alles noch sehen. Aber so kann es zum Beispiel aussehen. Jetzt. So, das war halt nur mal ein Beispiel, was man hier in Unity oder in Subsistence mit der Unity machen kann. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Ja, komm, weiter. Mach mal Tag. So. Wir holen die erstmal wieder rüber. Ach so, da müssen wir ja erstmal drüber setzen. Haben wir noch Bretter? Vier Stück. Das heißt, wir machen noch ein paar. So, bam. Nee,
Ich möchte Tag haben. Haben wir eigentlich noch was in der Schmelze? Ah, ein bisschen. Er ist voll. Der ist voll. Sehr schön. Ah, 14 Stück. Das heißt, wir haben schon fast wieder eine Betankung von dem Generator. Was fehlt uns eigentlich noch für die Maschine? Ich glaube, Platinen, ne? Eine. Zwei. Meine gute Marina. Ah, es scheint Tag zu werden. Der Himmel ist nicht mehr ganz so dunkel. Jawohl. Es wird langsam hell. So, Wasser müsste abgekocht sein mittlerweile. So, wie sieht's im Wasser aus? Können wir tauchen? Sehen wir da was? Nicht wirklich. Ist noch arg dunkel. Man muss auch immer Glück haben. Ich will jetzt hier in die Gegend. Mal kurz mal nach Muscheln gucken. Bisschen von der Küste weg, damit der Bär uns nicht bemerkt. Überall nur Sandstein. Eine Muschel. Wunderbar. Einmal. So. So, da fehlen noch drei Muscheln. Meine ich zumindest, dass man zwei Perlen für eine Platine braucht.
Na gut, hier ist ja nicht viel. Das wollte ich aber nur mitnehmen. So, bis da unten können wir eh nicht tauchen. Gehen wir jetzt mal am Strand entlang, wollte ich gerade sagen. Was sagt unser Obst- und Gemüsevorrat? Ist noch gut. Boah, es kotzt mich so an, ne? Dass man nicht mehr schnell schwimmen kann. Dass man quasi unter Wasser den Sprint nicht mehr einsetzen kann. Was ist das zum Kotzen hier? Keine Muscheln. Da könnte eine kommen. Jawohl. Ich möchte auch nur noch zwei Muscheln finden. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Danke für die Erinnerung, liebes Spiel.
einen Fehler machen. Letzte Nacht habe ich den Minus jetzt ich mich glaube ich aus. Junge, Junge, Junge. Eigentlich müsste ich ja aus dem Wasser raus. Viel zu gefährlich bei Gewitter und Blitz im, zu schwimmen. So, da unten dürfen wir ja nicht. Da geht uns die Luft aus. Einziger Vorteil hier gegenüber Bermudas Last Survival, man muss nicht warten, bis die Luft wieder aufgefüllt ist. Ja, apropos Bermudas Lost Survival, da ich da im Moment nicht wirklich mehr vorankomme, also echt nicht rausfinde, wie es weitergehen soll. Ich weiß, dass es noch Sachen zu bauen gibt und dass man irgendwo einen Kompass finden kann, etc. pp. Oder zumindest mal konnte. Bloß, ihr habt es selbst gesehen. Ich kann da machen, was ich will. Im Moment komme ich nicht voran. Verliere ich so ein bisschen Lust an dem Game. Weshalb ich das auch gerade im Moment ein bisschen eingestellt habe. Vielleicht kommt zwischendurch nochmal eine Folge, dass ich irgendwann. Entschuldigung. Nochmal ein bisschen rumdoktere, wenn ich sehe, oh, neue Version ist erschienen oder so. Aber im Moment lege ich das Projekt erstmal auf Eis. Ich hatte zwar gesagt, wir machen noch ein bisschen Basenbau, aber wie gesagt, ich habe das Interesse an dem Game momentan was verloren. Laufen ja noch genug andere Sachen mit Days Gone, Horizon Zero Dawn ist jetzt angelaufen. Dazu ja noch hier Subsistence und Dead Island und Truck Driver. Boah, jetzt haben wir den ganzen See gleich einmal abgegrast. Man müsste ja fast echt mal zum anderen See gehen. Ich glaube, das werden wir dann auch morgen machen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Werden wir Lagerfeuer mitnehmen, einen Zünder erstellen. Dann haben wir neue Dingens. Okay. Ein Elch. Ihr wisst, ich kann es nicht lassen. Kommt da.
Nein, falsch. Na, welche falsche Taste erwischt hatte. Warum haben wir keinen Spawnpunkt in der Basis gehabt? Ich glaube, beim nächsten Mal save ich vorher ab und wenn es sein muss, lade ich den Spielstand neu. Was war denn jetzt? Boah, wieder Kilometer weit weg von zu Hause. Alles gut, ich bin schon weg. Noch ein bisschen Energie wieder einsammeln, aufbauen. Haben wir uns extra schön ein Bett gebaut und benutzt es nicht. Alles nur, weil ich fucking Schrotflinte nicht rechtzeitig in die Hand bekommen habe. Junge, 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 Junge. Okay, so weit sind wir nicht mehr weg. Das ist ja schon mal etwas. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, wenn man so springend durch den Fluss läuft, ist man schneller. Wenigstens haben wir unsere Sachen wieder. Wo ist dieser scheiß Elch? Er ist zwar gelevelt, aber der ist immer noch verwundet. Nicht, dass den jetzt irgendein Wolf oder so gerissen hat in der Zeit, in der die wir brauchten, um nach hier zu latschen. Und er dadurch mittlerweile despawned ist als Leiche. Das ist ein Bär.
Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, in die Base. Und dann ist es die Folge auch zu Ende. So. Zwei. Wir hatten noch zwei. Ach, leck mich doch mal. Dass du immer wieder Materialien verlierst. Das ist so zum Kotzen. Ja gut. Ich verabschiede mich von euch. War schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Werdet gesund, falls ihr gerade krank seid. Egal, ob es jetzt Shit-Corona ist oder ganz was anderes. Und habt noch viel Spaß und Erfolg bei allem, was ihr vor euch habt, was ihr euch vorgenommen habt. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich wie immer Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Euer, dein Aiden Croft.